Johann Gottlieb Fichte ist ein Philosoph, der die kantische Philosophie weiterentwickeln wollte. Er lebte von 1762 bis 1814. Und in den 1790er Jahren entwickelte er sein philosophisches System und schrieb seine berühmten Bücher. In dieser Zeit lebte Kant noch, der starb 1804. Kants Einfluss war in den 1790er Jahren sehr groß, aber Kants Philosophie blieb nicht unumstritten. Zwei wichtige Punkte wurden an Kant kritisiert. Zum einen das Ding an sich. Kant nahm ja noch an, dass es das Ding an sich gäbe, das aber unerkennbar ist, weil er halt eben das Subjekt mit seinen Anschauungsformen von Raum und Zeit und seinen Kategorien die Welt erkennt, aber nur in diesen subjektiven Kategorien und nicht die Welt an sich. Kant nahm aber an, dass das Ding an sich irgendwie doch auf die Anschauung und auf das Denken des Subjekts sich auswirken würde und somit dann doch, dass der Mensch ein nahezu gutes Bild von der Welt sehen könnte. Das Problem ist aber, dass eins der wichtigen Kategorien, die so immer subjektiv bleiben, ist ja die Kausalität. Also das heißt, Kausalität ist eine subjektive Kategorie, damit der Mensch überhaupt kausale Zusammenhänge in der Welt erkennen kann. Wenn aber Kausalität etwas Subjektives ist, dann kann das Ding an sich keine kausale Wirkung an sich haben auf das Subjekt, denn Kausalität ist ja überhaupt erst ein Konzept, das vom Menschen stammt, um überhaupt die Welt erkennen zu können. Deswegen kann ja das Ding an sich keine Kausalität letztendlich besitzen, um auf das Subjekt einzuwirken. Und das Ding an sich ist dann bloß eine Lehrformel. Am besten lässt man das Ding an sich ganz weg. Das war so die Forderung, die sehr verbreitet war nach Kant. Es war eine Tendenz hin zum Idealismus. Ein zweiter großer Kritikpunkt an Kant war, dass Kant Kritiken geschrieben hat, die natürlich auch sehr wichtig waren. Die Kritik der reinen Vernunft, die Kritik der praktischen Vernunft und die Kritik der Urteilskraft. Und Kant wollte mit diesen Kritiken erstmal die Grenzen der Vernunft aufzeigen, um auf diesem Fundament eine neue, bessere Metaphysik zu entwickeln, ein neues philosophisches System zu entwickeln. Das hat aber Kant nicht geleistet. Und an diesen Anspruch wollten andere in den 1790er Jahren anknüpfen und mit Kant über Kant hinaus und ein neues philosophisches System entwickeln. Und einer dieser Erweiterer und Weiterentwickler von Kant war Johann Gottlieb Fichte. Und sein philosophisches System ist erstens ein System, er wollte ein System entwickeln und zweitens ein idealistisches System, weil halt eben das Ding an sich unerkennbar bleiben muss. Wie geht dann Fichte vor? 1794 veröffentlicht er sein Hauptwerk, die Wissenschaftslehre, in dem er sein philosophisches System vorstellt. Wissenschaft hatte damals eine andere Bedeutung als heutzutage. Wissenschaft sucht nach sicherem Wissen, nach absolut sicherem Wissen. Und wenn man einen absoluten sicheren Grundsatz gefunden hat, dann kann man von diesem sicheren Grundsatz, von diesem Axiom, wenn man so will, aufgrund von logischen Schlüsseln andere wissenschaftliche Sätze davon ableiten.
Und diese weit abgeleiteten wissenschaftlichen Sätze sind dann deswegen ja auch notwendige Wahr, weil sie halt eben in formal-logischen Schlüssen von diesem absoluten Grundsatz abgeleitet worden sind. Und so, das war der Anspruch, könne man halt ein philosophisches System entwickeln, was die ganze Welt beschreibt und was absolut sicher ist. Diese Methode nennt man auch Mor Geometrico. Die hat Fichte nicht erfunden, die hat auch Kant nicht erfunden. Die hat sich im 17. Jahrhundert entwickelt, vor allem durch Descartes und auch Spinoza, zwei wichtige Philosophen im 17. Jahrhundert. Und das war immer noch Ende des 18. Jahrhunderts der Anspruch der Wissenschaftlichkeit, das Ideal der Wissenschaft. Und Descartes hat im 17. Jahrhundert versucht, diesen sicheren Grundsatz zu finden. Und er hat ihn, meinte er, auf dem Weg gefunden des methodischen Zweifels. Descartes hat an allen Sachen gezweifelt, an seinen Sinnen gezweifelt. Es gibt natürlich sinnliche Täuschungen. Wieso soll denn nicht auch alles, was ich sinnlich wahrnehme, eine Täuschung sein? Man kann daran zweifeln. Man kann auch daran zweifeln, dass die mathematischen Grundüberlegungen überhaupt richtig sind. Warum soll denn 2 plus 2 4 sein? Warum denn nicht 5? Was ist doch letztendlich willkürlich, oder? Wer hat sich das überhaupt ausgedacht mit der Mathematik? Descartes zweifelt wirklich an allem und in diesem Zweifel, in diesem radikalen Zweifel, kommt er auf eine Sache, die unzweifelbar ist, und zwar, dass ich es bin, der zweifelt. Irgendjemand muss ja zweifeln. Und das ist das Ich. Das heißt, es gibt eine absolute, unzweifelbare Tatsache in der Welt und das ist das Ich, das Ich denke. Cogito. Und das war für Descartes das der absolute Grundsatz, von dem er dann halt alle weiteren wissenschaftlichen Grundsätze ableiten wollte. Dieses Projekt ist in der Nachfolge von Descartes in Kritik geraten. Und eine wichtige Kritik stammt von Kant. Und zwar hat Descartes noch angenommen, dass es eine denkende Substanz sei, auf die er gestoßen wäre. Res cogitans, eine denkende Substanz. Das Problem, was aber Kant daran kritisiert, ist halt eben, dass Kant ja gezeigt hat, dass der Mensch die Welt und Dinge in der Welt nur erkennen kann mit Hilfe der Anschauungsform von Raum und Zeit und von weiteren Kategorien, die er im Kopf hat. Und eine der Kategorien, also ist nicht nur die Kausalität, sondern auch Substanz ist eine Kategorie. Deswegen kann halt eben der letzte Grundsatz keine Substanz sein, kein festes Ding, weil ja halt eben die Erkenntnis der Substanz letztendlich ein Produkt der subjektiven Kategorien im Kopf ist. So wie die Kausalität nicht wirklich als Ding an sich in der Welt sein kann, kann auch die Substanz nicht ein Ding an sich in der Welt sein. Substanz ist eine Bedingung der Möglichkeit, um überhaupt Dinge erkennen zu können, aber doch eine subjektive Bedingung der Möglichkeit. Somit kann das Ich keine Substanz sein, sagt Kant. Aber das Ich ist immer noch eine unzweifelbare Tatsache. Vom Ich muss man ausgehen. Kant sagt auch deswegen, spricht vom Ich denke, um halt eben den Substanzcharakter des Ichs zu vermeiden. Und von diesem Ich denke geht dann auch Fichte aus. Das Ich denke ist die unzweifelbare Grundsatz einer jeglichen Philosophie. Vom Ich denke muss alle Philosophie ausgehen, weil das ist der absolut sichere Grundsatz. Und dann überlegt sich Fichte, Kant hat es dann nicht geleistet. Fichte will das leisten, was Kant nicht geleistet hat. Wie komme ich jetzt vom Ich zu den restlichen Dingen in der Welt? Ich will ja halt ein wissenschaftliches, philosophisches, wissenschaftliches System entwickeln, was die ganze Welt beschreibt und natürlich dann halt eben mit sich absolut sicheren Sätzen beschreibt.
Fichte sagt, das Ich ist der absolute Grundsatz, aber das Ich kann nicht alleine sein, weil wenn das Ich seine ganze Welt einfach erfinden würde, erträumen würde, dann wäre das vielleicht auch sehr schön, aber man wäre sehr einsam. Aber das Ich merkt ja, dass es nicht einsam ist. Das Ich merkt, dass nicht alles möglich ist, was es sich vorstellt. Das Ich versucht etwas zu erschaffen und merkt, dass das, was es erschaffen möchte, scheitern kann. Dass die Pläne auch scheitern können, dass sich das Ich ausgedacht hat. Das Ich erfährt Widerstand. Das Ich erfährt Enttäuschung. Das sind halt eben wichtige Erfahrungen des Ichs. Und deswegen der nächste Schritt hin zu einem philosophischen System ist die Erfahrung des Nicht-Ichs. Nicht-Ich nennt Fichte alles, wie der Name schon sagt, was nicht ich ist. Und das ist die grundsätzliche Erfahrung dabei. Denn das ist nämlich die Welt. Nur, das ist kein Widerspruch zum Idealismus. Denn die Erfahrung vom Nicht-Ich ist nämlich eine Erfahrung, die das Ich macht. Fichte sagt nämlich, dass das Nicht-Ich vom Ich gesetzt wird. Es ist eine produktive Leistung des Ichs, das Nicht-Ich zu setzen. Das Ich kommt niemals zum Ding an sich. Das Ding an sich ist unerkennbar. Aber das Ich macht Erfahrungen, dass nicht alles möglich ist, dass es Widerstände in der Welt gibt. Aber das sind ja vom Ich selbst gemachte Erfahrungen. Und das meint, dass das Ich das Nicht-Ich setzt. Und das ist der Idealismus von Fichte. Nicht alles ist möglich. Nicht alles ist ein Traum. Das ist der Realismus dabei. Fichte spricht auch vom Realismus-Idealismus oder vom Real-Idealismus. Und das ist ein wichtiger Punkt beim Fichte. Das versteht man häufiger vielleicht falsch. Aber dass das Ich, das Nicht-Ich setzt, ist ein wichtiger Punkt in dem wissenschaftlichen System von Fichte. Und Fichte versucht dann halt eben mit diesem ersten Schritt der Setzung des Nicht-Ichs durch das Ich dann weitere Sätze deduktiv aus diesem Grundsatz zu entwickeln. Und Fichte versucht dann halt eben die Kategorien, die Kant aufgestellt hat, wirklich deduktiv abzuleiten. Der Vorwurf an Kant war halt eben auch, ja, wo kommen denn diese ganzen Kategorien her? Wie werden die wirklich denn begründet? Und das versucht dann halt eben Fichte in seiner Wissenschaftslehre überhaupt erst zu zeigen. Ja, wo kommt überhaupt Kausalität her? Wo kommt der Substanzbegriff überhaupt her? Wo kommen Relationen her? Größer, kleiner, heller, dunkler. Das sind halt eben die Kategorien, um überhaupt die Dinge in der Welt wahrnehmen zu können. Aber es sind halt eben Kategorien, die notwendigerweise abgeleitet werden können vom Ich und vom Ich, das das Nicht-Ich setzt. Und wenn ich dann halt eben diese Kategorien absolut, mit absoluter Sicherheit abgeleitet habe von meinem philosophischen Grundsatz, dann sind diese Kategorien auch wahr und dann habe ich auch eine ziemlich gewisse Rechtfertigung dafür, dass ich die Welt erkennen kann. Weil diese sichere, absolut sichere Rechtfertigung der Kategorien hat Kant nicht geleistet und Fichte versucht es zu leisten. Ob es wirklich ihm gelungen ist, das ist eine andere Frage. Er wurde auch dafür kritisiert, dass jetzt seine Deduktion der Kategorien auch fehlerhaft ist. Man kann sehr viel kritisieren an Fichte und die Nachfolger von Fichte haben auch sehr viel an ihm kritisiert, vor allem Schelling und Hegel. Aber einen wichtigen Punkt haben sie, die Nachfolger von Fichte, von ihm übernommen, und zwar die Idee eines philosophischen Systems,
was von einem absoluten Grundsatz abgeleitet worden ist. Und dieser Idee, diesem Ideal wollen sowohl Schelling als auch Fichte nachfolgen und es besser als Fichte machen. Und somit entwickeln dann halt eben Schelling und Hegel das Projekt von Fichte produktiv weiter und begründen somit in der Nachfolge von Fichte den sogenannten deutschen Idealismus.